Hallo, ich grüße euch. Ich muss mich entschuldigen. Ich kam gestern jemand vorbei und wollte was wissen von mir. Und da habe ich natürlich so gemacht. Es hatte nichts mit dem Inhalt des Videos zu tun. Aber ich habe im laufenden Geschäftsbetrieb manchmal ein bisschen paar Fragen zu beantworten. So, gut, machen wir weiter. Also, ich hatte noch angekündigt, dass ich nochmal nachwasche zu der Geschichte, die ich schon angeschnitten hatte. Ich hatte in dem Video Teil 11 euch den Videolink nochmal von dieser Dokumentation von Orte reingespielt. Bitte das nicht so zu verstehen, dass man hier Putin bashen will, sondern der Hinweis, dass es ein paar Ungereimtheiten gibt, liegen in der Absicht begründet, Putin auf gewisse Dinge zu sensibilisieren, die er bei seinen großen Erfolgen eben teilweise auch übersieht. Ja? So, und in den USA haben wir ja eine ähnliche Geschichte mit dem Trump, der ja im Prinzip lange bevor er Präsident war, schon einmal eine Auflistung gemacht hatte, was die USA wert sind, wenn es zum Default kommt, also zum Ausfall des Geldsystems und die USA für die Kosten der Besatzung in Deutschland oder in anderen Ländern eben aufkommen müssen, weil sie sich an die Spielregeln der internationalen Verträge eben nicht gehalten haben. Ja, und dann muss man natürlich wissen, ob das die Forderung mit den Verbindlichkeiten in Waage zu bringen sind. Und da muss wahrscheinlich die rote Lampe angegangen sein. So. Und jetzt ist natürlich klar, dass er jetzt erstmal versuchen muss, den Deep State insofern geordnet trocken zu legen, dass es nicht zum Erliegen des Wirtschaftssystems kommt. Das ist das, was in den USA jetzt momentan wichtig ist. Das heißt, wir müssen ja überlegen, dass das Pferd unter dem Reiter rausgeschoben, also das tote Pferd rausgeschoben werden muss und ein neues Pferd reingeschoben werden, also ein neues Geldsystem, möglicherweise ein Hartgeldsystem, und der Reiter trotzdem noch ins Ziel laufen kann. Also dass es nicht zum kompletten Verlust des Rennens führt. Und das wäre eine absolute Katastrophe. So, insofern müsst ihr verstehen, dass sich gewisse Dinge auch verzögern. Also viele haben dann gesagt, ja, mit den Sealed Indictments, und das sind ja so 40.000 gewesen, jetzt sind es wohl bald 50.000. Ja, da ist ja noch keiner verhaftet worden, und da versuchen sie natürlich die Leute, die ganze Arbeit machen, wie ich es euch im letzten Video auch schon angedeutet habe, im Teil 11, sehr viel Zeit und Energie reinzustecken, um eben diese Coup-Drops eben zu dekodieren. Wie die Methode funktioniert, ansatzweise funktioniert, habe ich euch ja erzählt. Ne? Man tut dann aus dem großen Topf aller Nachrichten die Informationen rausziehen. Und der Unterschied zwischen einer Nachricht und einer Information besteht aus der beseitigten Ungewissheit. Das heißt also, wenn jemand kommt, Karl Ranzauer ist tot, dann sagen wir, ja, dann wissen wir schon. Das ist ja keine Information, das ist nichts Neues. Ne? Eine beseitigte Ungewissheit ist genau das, was wir suchen. Wir haben gewisse Vermutung, in welche Richtung es geht. Die Vermutung kann man im Prinzip sich damit besorgen, indem man zum Beispiel mal die Protokolle der Weisen von Zion mal von Anfang bis Ende durchliest. Aber nicht die, die im Nationalsozialismus umgeschrieben worden ist, sondern die, die ursprünglich vor der Ermordung des Zaren rauskam. Und dieses Original liegt meiner Ansicht nach noch im Bayerischen Staatsarchiv. Und das hatte der damalige Luitpold oder wie er war, ich glaube, es war der, ich weiß es nicht, ich muss auch mal nachgucken, nicht für ernst genommen. Er hat auch gesagt, wir sollen das mal wieder beobachten, und die bayerische Staatspolizei hat sich da auch gekümmert und wollte auch den russischen Zaren warnen, dass alle Leute dabei sind, ihn umzubringen. Aber er hat das eben auch nicht ernst genommen. Das ist eben das Problem. Ja. Wenn ich, sagen wir mal, Ansatzpunkte finde in einem Gesellschaftssystem, sei es USA oder Russland, egal, wo eine Instabilitätsgefahr dasteht, vor allen Dingen eben in Deutschland. Jetzt haben wir in Deutschland zum Beispiel um mal ein deutsches Beispiel zu bringen. In Deutschland haben wir das Problem, dass es innerhalb von 4 Wochen dazu kam, dass die Leute der Presse anscheinend überhaupt nichts mehr glauben. Also die nehmen aber auch keine Wahrheiten an, weil die sagen, die Wahrheit, das ist, da fühle ich mich nicht wohl, wenn ich das höre. Die Bundesrepublik, das Grundgesetz nicht gültig, das ist nicht gültig, Karl Marx ist gestorben, Lenin ist gestorben. Aber was machen wir denn jetzt? Wir haben noch die DDR-Verfassung. Ach du Scheiße. So, und dann kommen natürlich Leute raus und sagen, ja, die DDR-Verfassung ist gültig. Ja, und jetzt müssen wir unsere DDR-Fahnen rauskramen. Und dann gibt es so tolle Newsgruppen, wo sie alle ihre alten DDR-Produkte rauskramen und die Fotos davon. Und gab es eine große Erhebung, was denn nur hier. Welche Farbe hatten die Müllsteckel in der DDR-Zeit? Ich habe natürlich da mitgemacht und auch ein bisschen gesucht, weil es einfach mal auch entspannend war, mal über solchen Blödsinn mal zu reden.
Aber ihr dürft doch nicht allen Ernstes wollen, die DDR wieder aufzubauen. Was passiert denn, wenn man sowas macht? Das Wichtigste, um das es seit 100 Jahren geht, ist, wer bezahlt die Rechtsfolgen des gefälschten Versailler Vertrags? Um nichts anderes geht es ja. So, und wenn ihr das, Mensch, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, das war nämlich ein kleines Problem gewesen. So. Ja, und wenn ihr jetzt sozusagen die Kernaussage betrachtet, also wer bezahlt den schiefgegangenen Versailler Vertrag? Ja, weil man muss ja wissen, in der Nacht vor der Unterzeichnung, also die gelaufen ist es ja so, dass die Kriegsparteien einen Grabenkrieg hatte. Ne? Wisst ihr, wenn ihr alte Sachbücher aus dem Ersten Weltkrieg erstmal besucht, also die Typen, die Pickel haben hatten, die hatten ja sich dann irgendwo festgefressen und hatten dann nur noch Graben geschaufelt und haben das dann sozusagen als Wehrburgen ausgebaut. Ein Haufen Holz und Zeug dort eingebaut wurden, eben um auch das Wasser, was sich dort, das Grundwasser, was sich dort gesammelt hat, das rauszuschaffen aus den Gräben. Den Leuten sind die Füße weggefault, da ist der Begriff Grabenfuß entstanden. So, und dort haben eben die Entstellungskrieg geführt und haben die sich gegenseitig jeden Tag die Bomben um die Ohren gehauen und am Ende ist in dem ganzen Ding nichts mehr bewegt. Die wollten alle aus dem Graben heraus und diejenigen, die getroffen worden sind, die wurden abtransportiert und da wurden neue reingemacht. Der ganze Krieg hat sich nicht mehr bewegt, es ist für alle Beteiligten nur sinnlos gewesen. Und da kam jemand auf die Idee und hat gesagt, lass uns da jetzt mal Schluss machen mit dem ganzen Mist und wir wollen jetzt uns hinsetzen, jeder bezahlt seinen Dreck selber, den er hat und jeder geht in sein Land und wir lassen die Sache jetzt mal sein, das lässt sich nicht klären. So, das war der Ansatz, das auszuwerten. Und damit hatte ja das Deutsche Kaiserreich okay Problem. Das Problem trat erst auf, als Max von Baden das Ding unterschrieben hat, ohne es gelesen zu haben. Und vor allen Dingen eben das Verbot hatte, das zu unterschreiben, bevor es dem Kaiser vorgelegt worden ist. Und das wollte er nicht. Er hat ja den Kaiser weggeputscht, weil er den Antrag zur Verfassungsänderung vom 28.10. selber unterschrieben hat und aber dem Kaiser nicht zur Ausfertigung vorgelegt hat. Deswegen ist er ein bisschen nicht ausgefertigt. Da steht nur seine Unterschrift drunter. Die ist aber nichts wert. Wenn er bei der Vorbereitung der Ermordung des Kaisers dabei war, und das ist ja rausgekommen, weil er in der Nacht vom 28. zum 29. dem Kaiser mitgeteilt hat, dass der Mordanschlag real ist und dass eine reale Gefahr auf sein Leben ist. Und daraufhin ist er der Kaiser dann am 29. 3 Uhr über die Grenze. Insofern wissen wir, dass der Hinweis von Max von Baden kam, weil er als Homosexueller auch einen Mann nicht erschießen wollte. Die Homos sind ja so weicherzig. So, und er hat dann auch keine Notwendigkeit gesehen, dass da Kaiser umgebracht worden sind. Und die ihn angestiftet haben, also die von der SPD, die wollten unbedingt ihren Tod. Die gleiche Nummer, die der Lenin gemacht hatte. Als die Sache eigentlich entschieden war und die Weißrussen sozusagen schon mal die Hofburg dort verlassen haben, dann ist Lenin gefragt worden, wollte denn unbedingt den Zaren umbringen? Und da hat Lenin gesagt, ja, den wollen wir unbedingt umbringen. Das ist das wichtigste Ziel, was unbedingt offen ist. Und dann sind die wieder losgeschaut und haben den dann ermordet. Das ist die Geschichte, die sie uns aufgetischt haben. So, und jetzt ist gesagt worden, naja, die Erschießung wäre nur gestellt gewesen mit der Orderfarbe, was auch immer. Da hatten die irgendwelche Fotos gemacht. Die wollten eigentlich den Zaren selber nicht umbringen, weil der ja auch im Prinzip in der adligen Familie aufgestiegen war. Und es hätte ja dann vielleicht zu einem Schlagabtausch geführt, dass dann die eine Zarenfamilie im Hintergrund Rache genommen hatte, was auch immer. Und da gibt es ja so einen Status quo unter den Adligen, dass sie sich nicht wirklich dezimieren, sondern dass sie eben weiter in der höheren Hierarchie darauf achten, dass es nicht zu einem Bandenkrieg kommt. Und erklären lässt sich das deswegen, weil relativ frühzeitig auch die Mafia und die Freimaurerei miteinander kooperiert haben und beide Erkenntnisse sozusagen sich ergänzt haben. Die Mafia hat zum Beispiel gesagt, wir haben immer darauf gesehen, dass es immer einen Verantwortlichen gab und dass ein Bankenboss gegen den anderen Krieg führt, weil das würde unsere Kräfte dezimieren, das muss immer erst beredet werden. Ne? Und wenn ihr euch mal den Film anguckt, manche mögen es heiß, da haben die dann alle so zusammengesessen und da haben die dann hier mit Gamaschen Colombo die Sache geklärt. Das ist natürlich überspitzt in dem Film, aber so ähnlich ist es eben. Ne? Es wurde sich dann zusammengesetzt, dann wurde eine Lösung gefunden und wer
gegen die ungeschriebenen Regeln der Mafia verstoßen hat, dann haben sie eben Betonfuß verpasst oder zum Nudelgericht eingeladen, was auch immer. So. Und diese Erkenntnisse, wie man also Strukturen stabil hält, die sind eben dann in die Freimaurerei übernommen worden. Und die andere Sache, die Erkenntnisse der Freimaurerei, wie man zum Beispiel neue Leute anwirbt und wie man die prüft, ob die ordentlich sind, die sind eben in die Mafia-Sache reingeschoben. Und dann haben die 1929 sich zusammengelegt. Aber das ist eben später gewesen. Das war im Vorfeld der Mordung des Kaisers noch nicht so durchwachsen. So, aber die Jesuiten selber hatten diese Strukturen, weil die ja schon viel älter sind. Die sind ja 1600 so ging das los, ne? Die Separierungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche. Und Lenin war ja gar kirchlicher Kommunist, der war Jesuit, ne? Wurde also vom Vatikan eingesetzt. Der Vatikan hat gegen den Zaren Krieg geführt. Das war der Einstieg vom Ersten Weltkrieg, also sozusagen. Ne? So, die Ermordung des Zaren, die wollten alle Monarchien beseitigen. So, und bei Deutschland hat es aber nicht so funktioniert, weil in Deutschland eine sehr mächtige Struktur war. Der Kaiser hinter dem Volk gestanden hat. Der erste Kaiser, der Kaiser Wilhelm der Erste, war ja auch so von der Freimaurerei eingefangen worden und hat dann viele Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Und Kaiser Wilhelm II. Hat das dann versucht zurückzudrehen und ein modernes Kaiserreich zu schaffen. Also das wäre die Marschrichtung, die auch uns gut käme. Also sozusagen die stabile und wohlhabende Gesellschaftsstruktur mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Aber allerdings ohne G5 und den ganzen schädlichen Mist. Sondern, was weiß ich, werden die ganzen Handys alle eingesammelt, es werden neue ausgegeben mit einem Sendeband außerhalb der biometrischen Wirksamkeit, sodass man also bedenkenlos telefonieren kann. Wenn der MSM abgesetzter, was weiß ich, Verstärker noch irgendwo installiert werden, der 100 Meter weg ist und eben, wo du mit ganz geringen Leistungen erstmal bis zu dem Transmitter sendest und von dort weg das dann in die Leitungsnetze oder in die Funkstation geschafft wird. Das kann man ja alles bauen. Aber die Industrie hat keinen Willen, das zu machen, weil die gesetzliche Vorgabe dafür nicht gemacht ist. So, und mit dem G5 wird das im Prinzip das, was jetzt hier angeplant ist, noch torpediert. Also eine Funkhölle geschaffen. So, das müssen wir natürlich verhindern. Und wir können uns aber bei den Sachen nicht wehren, wenn wir keine Souveränität haben. Ne? Es gibt viele Leute, die sagen, ja, wir müssen unbedingt mit den Chemtrails machen und tun. Und ja, ich sage, ja, ist wichtig, müssen wir machen. Aber die Reihenfolge ist erstmal Souveränität herstellen, weil der Souverän kann sagen, wer hier nochmal über das Gebiet fliegt und sprüht, der wird runtergeholt. Dann ist das Problem geklärt. Was willst du dich denn heute aufregen, wenn irgend so ein Chemtrail-Sprüher hier drüber fliegt? Was willst du machen? Willst du dann zuwinken? Willst du dir irgendeinen Pfeil und Bogen bauen und mit Luftgewehr? Was willst du denn dagegen machen? Da kommst du ja selbst noch nicht mit einer Haubitze bis hoch, weil die einfach zu hoch sind, die Dinger. Ja, war es ein Jagdflugzeug. Ja. Und damit ist es Gespinne, sich da so viel Energie reinzugeben, weil du im Prinzip, du kannst das Thema thematisieren und ich bin dem Blauen Himmel auch unendlich dankbar für die viele Aufklärungsarbeit. Aber lösen können wir das Problem nur über die Souveränität. So, das ist das, wo ich mit dem Blauen Himmel auch ein bisschen quer liege. Ich sage, müsst euch zuallererst darum kümmern, dass jeder Deutsche seine Rüstungsbestätigung kriegt. Dann können wir Referendum machen und dann können wir beschließen, wie es so weitergehen soll. Alles andere hat keinen Sinn. Das ist Zeitvertun. An den Symptomen rumforschen. Wir müssen die Ursache angehen. Die Ursache ist die fehlende Souveränität. So. Und alle anderen Probleme, was die Merkel macht und das ganze Geldsystem, können wir alles mit ihm erklären. Der Kaiser kann einfach sagen, welche Währung gilt, was mit den alten kaiserlichen Banknoten passieren soll. Haben wir schon Ideen, wie das geht. Die sind eine fälschungssicher, ne? Die müssen dann unbedingt umgetauscht werden. Da gibt es auch einen Umtausch-Algorithmus, den wir uns überlegt haben, sodass also Kinder zusetzt und die Versprechen, die der Kaiser gegeben hat, mit der Einlösung von Feingold, geht schon auf. Dazu müssten wir die Weimarer Republik aber schlachten. So. Und das ist nämlich der Punkt, weshalb wir mit der DDR-Verfassung nicht weiterkommen. Wenn wir keine Reparation für den Ersten Weltkrieg kriegen, kriegen wir sie für den Zweiten auch nicht. Und dann bleiben wir im Prinzip auf die Kosten sitzen. Das ist das Problem. So kann man sagen, dass der Zweite Weltkrieg, also die Besatzer des Kaiserreichs gegen die Besatzer des Zarenreichs Krieg geführt haben. Was uns gar nicht angeht. Und im Ersten Weltkrieg waren wir nur Bündnispartner. Geht uns auch nicht an. Wir waren nicht die Kriegszone über Nein. Wir haben den Krieg auch nicht ausgelöst. Ausgelöst hat es England. England hat die Loge Schwarze Hand in Serbien beauftragt, das Kronprinzenpaar umzubringen. Also der eigentliche Kriegsverursacher ist England. Und England hat es natürlich aufgrund der Logenstruktur wieder aus den ehemaligen zionistischen Kreisen beauftragt gekriegt. Ne? Die Engländer waren ja im Prinzip auch nur
in der Nahrungskette der Zionisten. So, ne? Weil die haben ja ihre Wurzeln viel weiter. Das geht also bis in die kanaanitische Zeit, ins alte Babylon zurück, zum Vatikan. So weit geht es zurück. Ne? Die Verbindung zwischen England und Vatikan ist übrigens ist immer noch zu beachten. Und das müsst ihr im Gesamtzusammenhang verstehen. Ich verstehe die Leute, die sich tagelang und stundenlang mit Mensch-Person-Diskussionen befassen. Ja, Mensch aus dem Hause, Mustermann und so weiter. Und die legen dann Energie rein und die sagen, ja, der Knietsch ist blöde, was da immer war. Es ist so wichtig, dass man sich mal deklariert. Nee, Leute, der Stichtag ist der 27.10.1918. Und an diesem Tag hat das keine Sau interessiert, ob man Mensch oder Person ist, was den bürgerlichen Tod in der staatlichen Gesetzgebung nicht gegeben hat. Die hat es nicht gegeben. Wenn das früher mal gewesen ist, mag das sein, aber der Staat hat sich dort fortentwickelt. Die haben gesagt, es gibt keinen bürgerlichen Tod. Und wer sowas macht, wird eingesperrt oder in die Klapsmühle gesteckt. So. Und wenn du jetzt kommst und bewegst dich von dem interessanten, von dem sicheren Hafen des Stichtages weg in den Weimarer Blick oder möglicherweise davor, wo einzelne Fürsten das vielleicht mal ausprobiert haben, dann bist du ohne Schutz. Ne? Du erklärst dich dann im Prinzip ne, mit dem Staat konform und der haut genau an der Stelle haut die BRD rein. Da braucht ihr euch nicht wundern, warum Republikfreies Deutschland umgefliegt worden ist, weil sie in der Weimarer Blick rumgeobert haben, warum die Reichskanzler überfallen werden, ständig, weil sie in der Weimarer Blick sind, warum die Lützower Bewegung zerschlagen worden sind, weil sie vorm Stichtag sind und sozusagen gegen Staat opponiert haben. Und jedes Mal, wenn du diese sichere Stelle verlässt, kommt die BRD um die Ecke, entweder ich schlag dich da weg, weil du in den Staat reingehauen hast, oder ich schlag dich weg, weil du einen warmen Blick rum, ob ihr so mir das Sagen haben. Und wenn man das mal verstanden hat, dass es nur eine einzige Nullstelle gibt, ihr habt doch alle in den 10 Klassen Grundschule, wisst ihr doch, wo eine Nullstelle ist. An der Nullstelle ist das Ergebnis der Gleichung, der Lösungsgleichung für die deutsche Frage. Wenn ihr nach links weggeht und rechts weggeht, habt ihr ein falsches Ergebnis. Und auch da kommt auch nicht zu der Reparation. Die Reparation gibt es nur an dem Zeitpunkt. Dort musst du einsetzen. Dass es davor auch Ungereimtheiten gibt, ist ja klar. Aber die muss diese Regierung beheben. So. Und die Wiedereinsetzung funktioniert nur über einen Verweser. Das ist nun mal so. Es gab in dem Mittelalter eine Vereinbarung, dass wenn Landesfürst umgekommen ist oder durch Krieg gefallen oder die Pest hatten hingerafft, dass dann immer erstmal der Ortspfarrer die Verwaltungsgeschäfte gemacht hat. So. Ja? Und umgedreht war es auch, dass der Landesfürst gesehen hat, dass, was weiß ich, wenn der Pastor den letzten Fisch nicht vertragen hat, dass er dann im Nachbarort geguckt hat, ob der Pastor da mal an einem Sonntag den Gottesdienst hat. So haben die sich gegenseitig ausgeholfen. So, ja? Und so ist es auch heute noch geblieben. Ne? Und jetzt müsst ihr verstehen, warum die SPD ein nationalsozialistisches, ungültiges Gesetz verlängert. Hannelore Kraft hat Lübbe 2014 von Nordrhein-Westfalen das Hitlerische Reichskonkordat wieder verlängert. Was hat denn die SPD mit dem Nationalsozialismus zu tun, fragen sich die Leute. Was haben die denn damit zu schaffen? Ja, in dem Reichskonkordat stehen gewisse paar Rechte drin, dass man zum Beispiel in einem Besatzungsgebiet mal einfach mal Bußgelder erheben kann und die Leute schikanieren. Ja? So, weil die gar nicht wissen, dass sie in einer Religionsgemeinschaft sind. Das ist natürlich dort nicht der Gott des Himmels und der Erden regiert, sondern der Satan. Das haben die den Leuten einfach mal nicht gesagt. Aber so ist es. Der ganze katholische Zauberverein dort ist babylonisch-satanisch. Das kann man ganz einfach zeigen. IHS heißt Isis Horus Set. So, das sind die drei Verwandtschaftsbeziehungen, wo der Satan, seine Großmutter und seinen Vater, ich muss mal mit der Mythologie befassen. Da ist schon bestätigt. So, und das wird den Katholiken gar nicht bewusst, weil die gar nicht wissen, was in ihrer Kirche eigentlich gelehrt worden ist. Deswegen haben die auch teilweise noch einen lateinischen Gottesdienst. Aber wenn man sich mal richtig damit befasst hat, guter Einstieg ist zum Beispiel wordslastchance.com, guckt da mal rein, gibt ein paar schöne Videos über den Katholizismus. So, und das ist die Wurzel, wo damals die wirklichen Juden zu den Kanaanitern gegangen sind. Und die Pharisäer, das ist der kanaanitische babylonische Gottesdienst. So. Und das ist fortgesetzt worden. Und dort hat die Freimaurerei ihre Wurzeln. Und die ganze Regierung, die Bundesrepublik und viele anderen sind eben in dieser Freimaurer drin. Und die setzen diesen altbabylonischen, kanaanitischen Götzendienst fort. Da werden Kinder geopfert. Das ist Adenochrom-Skandal. Da werden Leute erpresst. Das hat man damals schon gemacht. Und Leute umgebracht. Das ist ein probates Mittel, wenn man mit nichts vorankommt. So, da werden die einfach
beseitigt. Und guckt euch an, wie viele Widerstandskämpfer im letzten Jahr auf seltsame Art und Weise umgekommen sind. Ne? Da platzen Autos auseinander, also heiter. Ne? So, dann die ganzen politischen Morde, die stattgefunden haben. Ne? Oder Leute, die plötzlicherweise an Krebs ergangen, weil sie von früh bis abend damit bestreut werden, mit irgendwelchen Hochfrequenzwaffen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich momentan ein bisschen zurückziehen musste, weil sie es bei mir einmal auch versucht haben. Und versuchter Mord verjährt aber nicht. Ich werde die Verantwortlichen dafür auch schon finden. Aber jetzt sind wir momentan, habe ich keine Möglichkeiten, ja, weil dieser Staat noch nicht umgestellt worden ist auf das neue System. Aber wir erwarten, dass es vor dem Jahresende noch passiert. Also dass im Prinzip durch die Anklagen des Deep State die Bundesrepublik auf den Rücken gehauen wird. Also durch eine Militärgesetzgebung. So, da solltet ihr euch schon einmal darauf einrichten, dass es eben dann kein Internet und keine neuen Informationen gibt. Deswegen habe ich immer wieder gesagt, wenn ihr ein Video von mir seht, dann speichert euch das auf die Festplatte und brennt euch eine DVD, was auch immer, mit einer geringeren Videoauflösung, damit ihr das noch alles drauf kriegt und tut das bewahren. Er wird dann irgendwann keine Informationen haben. Hat der Knietsch das irgendwann gesagt oder hat er das nicht gesagt oder wie hängen das zusammen? Da ist dann erstmal Funkstille. Und dann müsst ihr mit dem Wissen leben, was ich jetzt schon rausgegeben habe. So. Wenn es zum Kriegsrecht kommt, ist das Internet und das Handynetz tot. Das kann ich euch jetzt schon prophezeien, dass das so passiert. Weil das einfach im Handbuch für die Systemumbau eben so drin ist. So. Und ohne Internet könnt ihr kein neues Wissen aufsammeln und man kann sich nicht aus dem Stand raus eine Fluchtburg bauen. Das geht nicht. Du musst sie dann schon haben. Und wenn viele über Jahre, sagen wir mal die letzten 10 Jahre bei Hartgeld mitgelesen haben und immer wieder darauf hingewiesen wird, auf was man alles achten muss und die Leute das gemacht haben, dann sind sie ja in Sicherheit. Aber ich würde sagen, dass 98% der Bevölkerung überhaupt nicht darauf vorbereitet ist, weil die es gar nicht für nötig sind. Die können sich das nicht vorstellen, dass von einem da auf dem anderen die Frau Merkel nicht mehr da ist, die sie umsorgt. Obwohl sie das nie gemacht hat. Ne? Die hat uns immer nur geschadet. Aber ist egal. Das Wohlfühl ist weg. Und da werden ein Großteil werden von den Musels weggeschlachtet, weil die wollen ja den Staat ererben. Ein anderer Teil wird verhungern, weil sie keine Vorsorge getroffen haben und weil sie aus ihrer Neubauwohnung nicht rauskommen, wo unten schon der Musel die Treppe hochstürmt. Die sind in der Falle, die kommen da auch nicht raus. Die können auch aus dem Fenster springen, sind aber auch tot. So, das ist das Problem. Und deswegen habe ich ja gesagt, zieht euch aus den Großstädten zurück. So gut es geht, bringt euch in Sicherheit. So, das ist nur mal eine Ansage, weil ich weiß nicht, wann es passiert. Wenn der Trump hat jetzt seine Sicherheitssysteme getestet, die Bundesrepublik wird das demnächst auch machen. Bei uns gibt, glaube ich, das System schon mit der Alarmierung, weil nicht ohne Grund ist Vodafone jetzt der Hauptbetreiber von dem Netz. Ne? Telekom kommt ja nicht aus der Puschen, weil die gewisse Vorgaben, die die FEMA schon mal bei Vodafone eingehangen hat, nicht erfüllt haben. So. Nö, ist es eh Netz. Ich gehe mal davon aus, dass die Funktionalität bei T-Mobile auch da ist, sodass die Katastrophenmeldungen eben auf dem Handy erscheinen. Und dann kommen wir eben wieder in die Sache, wo man sagen kann, ja, der Feind nutzt das ja auch. Natürlich nutzt er das. Was denkt ihr, wie die ihr islamisches Heer aufstellen? Die kriegen alle eine SMS, weil die ja untereinander schon vorgefertigte Handys geschenkt gekriegt haben, die Funktionalität schon lange haben. Und dann blasen die zum Angriff und dann geht's los. Und das ist eben das Problem. Weil wir haben keine Waffen, die haben Waffen. Ja? Die Flüchtlinge, die haben ihre Waffenhändler. Ja? Und wir hätten schon lange den Bürgerkrieg, wenn Blackwater die Islamisten hätte mit Waffen versorgt. Und die haben sich geweigert. Die würden ja in den USA auf dem elektrischen Stuhl landen, wenn das irgendeiner macht. Ja? Und das haben wir nur der Wahl von Trump zu verdanken. Wäre Obama dran, wären wir schon lange im Bürgerkrieg. Oder auch Clinton, hier die Hillary. Hätten wir schon lange Krieg. Und das ist vielen nicht bewusst. Und da sollten viele dankbar sein, dass sie eben noch Gnadenzeit haben, dass sie noch mal gucken können, habe ich genug Wasservorräte, habe ich noch Nahrung, die ich nicht kühlen muss und so weiter, dass man wenigstens ein paar Tage über die Runden kommt. Ja, man muss denken, dass der Einmarsch der Russen, die stehen ja nun schon an der polnischen Ostgrenze mit ihrem ganzen Militärkram, die brauchen aber auch vielleicht 3 Tage, bis sie ins Rheinland durchmarschiert sind. Ja? Und die Russen sollen ja die Umgebung Nürnberg reinigen, weil dort eben sehr viele russische Militärangehörige dort stationiert sind. Ja, da gab es so ein bisschen Austausch. Es war eben auch so eine Vorbedingung, dass die Bundeswehr in Mitteldeutschland rumfahren darf. Ja, da hat man da so ein bisschen Gebiete abgesteckt. Und das dient ja auch der Sicherheit. Ja, die arbeiten ja dann auch zusammen. Ja, und das müsst ihr eben wissen.
So, dass das dann, dass sie, die haben alle ihre Waffen schon zu Hause. Also die ganze Bundesrepublik ist im Prinzip ein Schusswaffenlager, legales. Ne? Die Besatzungsmächte versuchen, uns vor dem Muselangriff zu bewahren. Und da müsst ihr mal ein bisschen auch Trump dankbar sein, dass er da schon seine Beziehung zum industriell-militärischen Komplex schon durchgesetzt hat. Allerdings hat er es nicht geschafft, die Chemtrail-Scheiße abzuschalten. Ich weiß nicht, warum so ist. Ich vermute mal, dass die Engländer hier eigentlich fliegen mit dem Dreck her. Und dass er eben dort nicht reinlangen kann. Aber früher oder später wird es passieren. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Chemtrail-Scheiße noch dieses Jahr weg haben. Aber wir müssen sehen. So. Wichtig ist, dass ihr das Ding überlebt und dass ihr euch Nahrungsmittel herlegt, die nicht gekühlt werden müssen, Wasservorräte, die was weiß ich, auch mal Feuer überstehen. Da muss man mal gucken, eine dünne Plaste-PDE-Flasche, die wird wahrscheinlich kaputt gehen beim ersten Funkenfluch, da spritzt das Wasser raus. Und deswegen müsst ihr euch überlegen, wie ihr Wasser aufhebt, was nicht offen ist, weil man muss ja auch mit giftigem Staub rechnen, sodass ihr da gut über die Runden kommt. Weil es kann sein, es gibt kein 13. Video mehr. Ja, ich kann das nicht beeinflussen. Wenn der Kriegszustand am Wochenende ausgerufen wird, ist es soweit. Dann kann ich nichts mehr hochladen. Internet nicht da, vielleicht auch kein Strom mehr, weiß ich nicht. Ihr habt die Video alle noch, zieht sie euch raus, soweit sie euch was nützen und macht euch Gedanken, wie ihr euer eigenes Leben und eure Familie durchkriegt. Dass es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen wird, ist klar. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Deep State, wenn er also mit dem Adenochrom-Skandal konfrontiert wird und auch mit den Verschwinden der Atomwaffen, die ich ja im vorletzten Video schon mal erklärt hatte, wie es entstanden war, dass sie da Anschläge provozieren werden und False Flags machen. Das ist, damit muss man rechnen. Ja. Und da ist Berlin im Gespräch und da ist auch Prag im Gespräch. Ja. Ihr müsst ja wissen, die Eliten wollen verhindern, dass es zur Wiederherstellung von Österreich-Ungarn in den alten Grenzen kommt. Deswegen ist Slowenien abgespalten worden. Das ist kein Zufall. Denkt nicht, dass es Zufall ist, die Tschechische Republik von Österreich-Ungarn abzuspalten. Ja, das hat alles seinen Sinn. Wenn der Kriegspartner wieder da ist, Österreich-Ungarn, könnte er mit den Serbien den Friedensvertrag aushandeln und dann kann geklärt werden, wer ist denn ursprünglich mal für den Ersten Weltkrieg verantwortlich. Und da würde ich mal gucken, da wird die Queen ihre Portemonnaie aufmachen müssen. Und genau damit das nicht passiert, versuchen die Engländer immer wieder zu sticheln und haben auch, sagen wir mal, Kräfte hier in das System eingebaut, wo die immer wieder Leute provozieren, also Hitlergrüße gesetzlich sanktioniert erlauben. Ja? Also Verfassungsschutz oder Staatsschutz, das scheint auch nicht homogen zu sein. Das scheint ein paar solche und ein paar solche zu geben, die irgendwo in irgendwelchen Gruppierungen Hitlergruß zeigen. Ja? Also wenn wirklich einer ein richtiger Erznazi war, der zeigt keinen Hitlergruß. Das macht er einfach nicht, weil das doof ist einfach. Der bringt sich in Gefahr. Seine ganze braune Mission gerät ja unter die Räder. Das hat ja auch schon mal jemand anders erklärt, dass es so ist. So, also der einen Hitlergruß zeigt unter herzlichen Bedingungen, das kann kein Rechter sein, das geht gar nicht. Das sind gestellte Leute, die einfach nur versuchen, Adressen einzusammeln, was auch immer. Weil wir wissen ja, dass wir mit der Sache nicht weiterkommen. Das wissen alle. Ja? Die Lösung liegt im Kaiserreich und wenn wir an der Stelle weitermachen, kommen wir auch zum Friedensschluss. Das wird für manche Nationen ein bisschen bitter. Die Polen werden wahrscheinlich einen Großteil der Kriegslast tragen müssen, aber die würden sofort pleite werden. Deren Wirtschaft würde sofort zum Stehen kommen. So. Und deswegen muss es irgendeine Regelung geben, dass die Polen das, was weiß ich, in 25 Jahren abarbeiten, was ja noch an offenen Rechnungen ist. Wird passieren, aber es wird auf jeden Fall angenehmer sein, als bei der EU unter die Räder zu kommen. Das müssen sie sich überlegen. Es ist kein Problem, die Schuldigen einen Untergang der EU anheimfallen zu lassen. Das ist kein Problem. Für die Siegermächte kein Problem. Und das wird sich jede Nation überlegen, ob sie mit dem Deutschen Reich nochmal Krieg anfangen wollen. Ich glaube es nicht. Ja, aber die Übergangszeit kann schon ein bisschen rumpelig werden. Und da müsst ihr euch wirklich überlegen, wie ihr das hinkriegt. Ja. Deswegen empfehle ich auch, macht keine auffälligen Aufkleber ans Auto. Die hauen euch alles kaputt. Wenn das hier eskaliert, bleibt die graue Maus vor der grauen Wand, solange es geht, bis sich der erste Staub gelegt hat. Und dann kommen die progressiven und friedensfördernden Kräfte auch wieder raus und dann können wir alles neu aufbauen. Und dann können wir gucken, wer für das ganze Schlammloch verantwortlich ist. Anders geht's nicht.
Der Plan ist da, dass wir bis 2025 das Ding rocken. Ich kann das aber nicht ins Internet stellen, weil dann ja, macht man sich einfach den Überraschungseffekt kaputt. Das ist einfach der Fakt. So, und wenn du ja weißt, dass der Verfassungsschutz die einzigen 7 revolutionären Kräfte mit Luftgewehr noch sucht, müssen wir nicht drüber nachdenken, was die seit 1989 für Erkenntnisse gewonnen haben. Das scheint nicht viel zu sein. Also die wirkliche Struktur der patriotischen Kräfte haben sie noch nicht mal ansatzweise verstanden. Aber ist ja egal. Ihr habt ja die Videos, ihr kriegt das ganze Handwerkszeug in den Videos, ihr müsst euch selber organisieren. Es wird keiner zu euch kommen und sagen, machen wir das, machen wir jenes. Ihr müsst es verstehen. Und die wichtigste Aufgabe, das habe ich immer wieder gesagt, dafür zu sorgen, dass alle Leute eine Rucksackbestätigung haben. Und zwar nach den staatlichen Regeln, wie die aufgebaut ist. Und dann guckt da einfach mal ein bisschen rum in meinen Videos, wie das erklärt wird. Und dann findet ihr auch die Lösung, wie ihr aus dem ganzen Schlammloch herauskommt. Dann machen wir ein Referendum, Modus Grimm, und dann ist die Sache ja gegessen. Ja, und dann können sich die, die noch Krieg spielen wollen, die können sich auf eine Insel beziehen, da kriegt jeder einen Knüppel in der Hand, da können sie sich von früh bis abend meucheln, ist uns völlig egal. Aber hier in dem Land wollen wir Frieden halten. Ja, das muss jeder begriffen haben. Und wer immer noch denkt, dass er mit allen letzten Rachezügen irgendjemand erschlagen muss, dann gebe ich mal zu bedenken, wer denn die Schuld abarbeiten soll. Wer soll denn den angerichteten Schaden von 100 Jahren Weimarer Republik abarbeiten? Das müssen die Leute machen, die das verursacht haben. Aber da kannst du nicht tothauen. Und das ist eben das, was viele immer nicht begreifen. Die haben eine Wut von früh bis abend. Braucht bloß Facebook aufmachen. Ja? Oh, ich schau dann eine rein und so. Dann werden sie auch mal 3 Wochen gesperrt, fühlen sich als Held. Aber was erreicht haben sie wirklich nicht. Sie haben im Prinzip ihr Profil versaut. Aber gelöst haben sie kein Problem. Lösen kann man das Problem nur, wie eben auch viele sagen. Die Leute, die verantwortlich sind für das Schlammloch, müssen ihren Schaden abarbeiten. Die werden am Leben gelassen. Sie haben höhere Anstrengungen zu machen als wir, weil wir erstmal entschädigt werden für das ganze Unrecht, was uns angetan worden ist. Und die anderen müssen ein bisschen mehr arbeiten. Aber es wird gehen. Und so werden wir diesen Schaden, der von der Weimarer Republik angerichtet wurde, auch ordentlich gerecht aufteilen. Sodass die Rentner eine ordentliche Rente kriegen. Wir haben ja mal ausgerechnet, wie viel das ist. Das sind 3 Feinunzen. Bei dem jetzigen wirtschaftlichen Warenkorb, da kann man schon ordentliche Rente machen. So. Und das kriegt dann jeder, der hier dazugehört. Und die anderen, die hier Touristen sind, die müssen halt Geld mitbringen, wenn sie hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten angucken wollen. Kannst du das machen? Und wer hier als Studienaustauscher kommt, kann der ja auch hier Unterstützung kriegen. Ist ja kein Problem. Wenn er von Deutsch Südwest hier hoch studieren will, um das Land da unten vorwärts zu bringen, das ist doch kein Problem. Das kann man doch alles machen. Aber es kann nicht sein, dass wir hier islamisiert werden. Das geht nicht. So. Und das ist das. So. Jetzt habe ich noch mal was zu den Wahlen zu sagen. Also, wenn die Bayern noch einmal Grün oder SPD oder CSU wählen, dann kann ich denen nicht mehr helfen. Ihr habt alle Trümpfe in der Hand, dass der bayerische Grenzvertrag von der AfD umgesetzt wird. Und wenn die sich weigern sollten, kriegen sie mit der deutschen Staatsangehörigkeit und mit dem Dillissen Urteil von hinten eine reingefädelt. Ja, das ist die Ansage. Und auf dieses blöde Raketenprogramm vom Söder braucht er nichts geben. Da ist nichts dahinter. Das ist einfach nur, dass er Steuermittel senke. Ja, der will Steuermittel an die Industrie verschenken. Da wird nichts. Es wird keine Weißwurstrakete geben. Da gebe ich euch Brief und Siegel. Das ist einfach nur Fördermittel senken. Hat er nichts. Ja, das Geld brauchen wir, damit die Bevölkerung ernährt wird. Das ist viel wichtiger. In der Krise hat die Bundesrepublik eine Reserve von 6 Wochen. Lass es schon mal auf der Zunge zergehen. Es passiert ein Unglücksfall. Sagen wir mal, Reaktor geht hoch, ja, eine Kernschmelze, kann jederzeit passieren, gab es schon viele. Da hat die Bundesrepublik noch 6 Wochen zu leben, dann ist Schluss. Die Deutschlands Autobahnen sind die Lager. Mehr ist nicht da. Und die ganzen Lager, die DDR hatte, wo sie die ganzen 17 Millionen DDR-Bürger durchfüttern konnten, da war ein halbes Jahr Vorrat da. Das haben wir bloß nicht gewusst. Das ist erst nach der Wende rausgekommen, diese riesengroßen Lager von Getreide. Und aus dem Getreide hätten die eine Notnahrung gebaut. Ja, das ist kein Problem. Das wird gemahlen, dann wird Brot gebacken und dann wird es ausgegeben. Oder Grütze gemacht. Nach dem Krieg haben sie Grütze ausgeteilt. Ging auch. Hat die Leute ernährt und ist gut. Ja. Aber die Bundesrepublik hat da keine Vorsorge. Die haben ihre eigenen Funktionäre. Da haben sie irgendwelche unterirdischen Gänge gemacht und haben da ein bisschen Büchsenbrot eingelagert oder auch sich einen Luxuspalast geschaffen. Da gibt es ja so einige Berichte, kann man ja lesen, von Leuten, die da mitgebaut haben.
und dann irgendwann mit Krebs verstreut worden sind, warum auch immer, und wer es gemacht hat, könnt ihr euch denken. So, ne? Ja, die haben für sich gesorgt, und ich gehe mal davon aus, wenn es wirklich einen Militärschlag gibt, die Russen wissen, wie man solche Bunker öffnet. Da haben die hinreichend Erfahrung. So. Und ich kann nur hoffen, dass wir morgen Abend noch mal ein Video machen können. Ich hoffe mal, dass es noch ein paar Tage ruhig bleibt. Aber rechnen mal damit, dass es noch vor Weihnachten zum Systemwechsel kommt. Das ist das mal so die große Hausnummer. Ja, weil es lässt sich, wenn Italien zum Störfall wird, also die italienischen Banken sind ja nun schon seit 14 Tagen ausgesetzt zum Handel, dann geht das nicht mehr lange. Ja. Ja, man kann einen Handel von einer Bank nicht ewig aussetzen, da geht die Bank kaputt. So, und wenn die Bank kaputt geht, geht Italien kaputt. Wenn Italien kaputt geht, gibt's dort werden die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Salvini und die Mafia, die sind sich nicht grün. Ja, die dulden sich gegenseitig, aber es geht nicht ewig. Wenn die Versorgung wegbricht, ist Italien eine Zeitbombe. So, was mit dem Vatikan ist, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Dann werden sie plündern. So, das ist die Ansage. So, und wenn Italien fällt, fällt Frankreich nachher, denn die haben dort Kredite hingeschafft. So, wenn Frankreich fällt, fällt die Bundesrepublik nachher. So, das ist dann wie eine Lunde, die überall lang geht und Staatssystem. So, und der Einzige, der da übrig bleibt, das ist das Kaiserreich, weil das bei dem ganzen Schuldgeldsystem nicht mitmachen konnte. So, das ist der Punkt, weil die Forderung bleibt doch. Könnte die Krise kommen, wie es ist. Die kaiserliche Mark ist gegen Feingold einlösbar. Also hätten wir gerne als Reparation Feingold. Ganz, ganz einfache Nummer. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie der Plan aussieht. Bis zum. Gut. Dann mache ich erstmal Schluss und morgen dann mehr. Ne? Okay, tschüss.